auf dem Berg finden im Hauptgebäude der Universität nicht nur Vorlesungen und Seminare statt. Der AStA betreibt dort auch ein Kino. Der CineAStA wird von Studenten organisiert, um die Kinokultur in Trier zu fördern. Kerstin Sitkus ist inzwischen seit 8 Semestern festes Mitglied des Teams. Da ich schon immer kinoverrückt war, zu Hause nie das nie gerannt, habe ich gedacht, das ist das Richtige für mich. Am liebsten bereite ich Filme vor. Ich finde das total toll, allein in diesem Raum zu sein, einfach ganz in Ruhe und entspannt diese Filme zusammenzukleben. Und was ich auch gerne mache, ist es neuen Leuten zeigen, weil es einfach so toll ist. Ich finde es halt schön, dass man so in einem Team arbeitet, was sich auch so gut versteht. Wir haben von BWL bis Psychologie alles so dabei. Das Besondere am Programm ist, dass wir einfach, finde ich, eine gute Mischung haben. Es dürfen sich nicht nur Studenten die Filme ansehen. Wir haben auch Stammkunden aus der Stadt, auch Ältere, die kommen dann fast zu jedem Film. Wir haben halt auch Filme, die gar nicht gelaufen sind oder sonst in Trier an den Leuten vorbeigehen. Ich hoffe, dass wir von der Digitalisierung und diesem 3D nicht so überrannt werden, dass wir dann nur noch ganz wenige oder sehr alte Filme zeigen können. Ich hoffe, dass die Aktualität doch gewahrt bleiben kann. In der Vorlesungszeit finden jeden Dienstag und Mittwoch Vorstellungen statt. Um 20 Uhr kann jeder für 2,50 Euro in Hörsaal 3 die Filme anschauen. Dabei ist es egal, ob man Student ist oder nicht. Vorgeführt wird gelegentlich von DVDs oder Blu-rays, meistens aber von 35mm Kopien. Dabei leistet der alte Projektor im Vorführraum tatkräftige Unterstützung. Um ihn bedienen zu dürfen, machen die neuen Kinomitarbeiter einen Vorführkurs, in dem man alles Wichtige lernt. Im Sommersemester 2012 feiert das Kino ein Jubiläum. Es gibt nun schon seit 20 Jahren ein regelmäßiges Abendprogramm. Durchschnittlich besuchen zwischen 50 und 60 Zuschauern die Filme. Ja, also jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit. Oleg Narikov ist erst im letzten Semester neu zum CineAStA hinzugestoßen. Ich bin eher technisch begeistert. Aber ja, es gehört alles beide zu einem Kinojob dazu. Die Filme gucken und die Filme auch spielen können. Was mir am meisten Spaß beim CineAStA macht, ist, dass ich einfach andere Kinofreunde habe, die sich auch dafür interessieren. Das sind nette und fröhliche Leute, die auch auf der Suche nach neuen Mitgliedern sind. Ich denke, als Gruppe wünschen wir einen Erfolg und viele Zuschauer. Wäre CineAStA ein richtiger Mensch, würde ich ihm einen großen Kuchen mit 20 Kerzen schenken. Ein Kino führt sich nicht von alleine. Ungefähr 10 Mitarbeiter kümmern sich um die Vorführungen und die Vorbereitung. Die Filme werden in 5 bis 6 einzelnen Akten angeliefert und müssen vor der Vorstellung zusammengeklebt werden. Doch auch die Werbung darf nicht zu kurz kommen, denn ohne Publikum kein Kino. In den Semesterferien wird ein neues Programm geplant. Die Filme werden bei den Verleihern bestellt und die Texte für das Faltplakat und die Homepage geschrieben. Das Programm ist deswegen besser als in normalen kommerziellen Kinos, weil einfach Filme gezeigt werden, die eher in den alternativen Kinos laufen. Nicht nur Mainstream, sondern auch so alternative Filme zum Teil. Läuft halt einfach nicht das, was in anderen Kinos läuft, nur weil es ein Kinofilm ist, sondern es laufen halt die guten Filme. Und ich schaue mir dann auch Filme an, die ich dann im regulären Kino verpasst habe. Weil es bequem ist, dass man
einfach nach den Vorlesungen noch ein Weilchen in der Bibliothek sitzt, ein bisschen lernt, ein bisschen arbeitet und danach kann man eben bequem hier ins Kino gehen. Leider sind die Preise gestiegen. Ja klar, nutze ich auch die 5er-Karten. Super Sparangebot, dann kommt man günstiger rein. Glückwunsch, das ist zum 20. Geburtstag. Weiter so. Immer noch jung, aber doch schon erfahren. Dass er weiter bestehen bleibt und sein Programm nicht verkleinert. Dass er also hoffentlich immer 2 Filme die Woche weiter die nächsten Semester auch zeigen kann. Dass das Programm weiterhin so abwechslungsreich bleibt. Also ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, dass genug Gäste kommen, die weiterhin auch das Angebot nutzen.